So, Sportsfreunde, da sind wir wieder. Ich bin hier schon mittendrin in unserer ersten knüppelharten Blitzpartie. Ich muss hier mir kurz die Fenster ausschnibbeln wieder, weil das hier noch von unserer gestrigen Blindphase ist. Jetzt am Fenster. Hier, wir spielen gegen NH6F7, das sogenannte Leningrader System, bauen eine F5, Sprenger F6, G6, Läufer G7. Weiß gar nicht, was möglich machen, aber zuletzt bin ich auf den Plan aufmerksam geworden, hier möglichst früh mit Weiß Bauer nach B4 zu spielen und sich dann hinzustellen mit Bauer nach E3, was den Computern wohl sehr, sehr gut gefällt. Bauer nach E5. Geht das? D schlägt E, Sprenger nach G4. Wie geht das weiter? D schlägt E muss nicht sein, aber sieht durchaus logisch aus. Läufer B2, jetzt muss Schwarz wahrscheinlich mit dem Springer hier schlagen, was für mich angenehm sein sollte. Muss mir dann noch Gedanken machen, wie ich weiter vorgehe. Ich glaube, ich kann ja perfekt nehmen. Läufer schlägt. Jetzt der schwarze König immer ein bisschen exponiert. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Wie macht man das? Dame nach B3 sofort oder erstmal Figuren raus? Ich spiele gleich so hier auf die Diagonale, wenn er auch hier das C5 wahrscheinlich stark, also sollte er auf eine E6 spielen. Und dann kann ich überlegen, wie aggressiv ich spielen möchte. Bau nach A5. Kann man machen. Aber ist das gut? Ich glaube, ich bin auf Krawall gebürstet. Versuche hier gleich mal Stress zu machen. Mal gucken, was passiert. Fender Rochade, wenn er schlägt und Springer nach C6, möchte ich Läufer nach B5 spielen. Sorry für den sehr nasalen Tonfall. Ich bin eigentlich nicht so doll erkältet. Ich glaube, es ist irgendein Allergieding. Aber Nase ist ein bisschen kribbelig. Ist nervig. So, jetzt laufen nach B5 oder wieder Dame aus dem Weg, das ist die Frage. Ich glaube, so ist okay. Wird rochieren höchstwahrscheinlich. Sicher, ob ich hier das Maximum rausgeholt habe. Relativ sicher, dass ich hier nicht das Maximum rausgeholt habe. Jetzt läuft er E6. Das habe ich nicht gut gespielt. Oh no, ich hätte erst einen Schach geben sollen, wenigstens. Naja. Ist wie ist. A6 ist auch erlaubt. Jetzt Turm in die Mitte. Nee, das habe ich nicht gut gespielt. Bisschen langsam. Trotzdem. Stellung ist kompliziert, aber da war mehr drin. Ich muss irgendwie diesen Läufer hier nerven. Dame B8 ist interessant. Habe ich auch nicht gesehen. Ich sehe auch nicht viel, leider. Stark gespielt von ihm. Nee, nicht gut gelaufen. Echt fürchterlich gespielt. Bin mit der Gesamtsituation zufrieden. Dame B8 habe ich auch nicht gesehen. Muss die Dame auf dem Brett behalten. Wenigstens, ich habe es eben noch gesagt, wenigstens zuvor Dame B3 Schach spielen. Dass ich mit der Dame zurück nach C2 kann. Das war nix. Okay, ja, jetzt stehe ich tatsächlich schlechter, glaube ich. Oder muss aufpassen. Ah, und er lässt die Dame auf dem Brett. Das ist doch nett. Will Turm B8 spielen?
Das gibt mir wieder neuen Mut. Dann 7 war, glaube ich, ein bisschen. Bisschen riskant. Ja, doch Druck. Jetzt kann ich da mir E6 schon überlegen. Ja, oder? Ja, taken wir. Hier nimmt, wollte ich wegnehmen. Und wenn Läufer schlägt D6, dann Springer B5, Abzugsschach. Greift die Dame an. Auf Turm E8 habe ich Turm D7 Schach. Das war jedenfalls der Plan. Blockt auch noch den Turm zum Glück. Ist auch gut gelaufen. Und Knight H6 F7 gibt sich geschlagen. Ja, Dame A7 war nett von ihm, die Dame auf dem Brett zu lassen. Danach bricht die Stellung auseinander. Ja, die Dame getauscht, war ich mit der Gesamtsituation nicht besonders zufrieden. Was bei euch los, Chat? Sixpack sagt, oh, bin das erste Mal live dabei. Ich habe davor nur die Videos nachgeschaut. Herzlich willkommen. Chessel habe ich schon mal gespielt, habe eine Zeit lang relativ regelmäßig gemacht, so Mitternacht. Hier, Chessel, Chisel, Chessel und Wordle. Bin ich einmal davon abgekommen, das könnte man mal wieder machen. Ich bin sehr, sehr gut in Chessel. Spiele ich manchmal gegen Zuschauer, habe ich tatsächlich wenig gemacht. Aber vielleicht können wir das hier, wenn die Sache sich ein bisschen beruhigt, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe und wieder nicht weiß, was wir im Stream machen können, können wir das auch mit ins Programm nehmen, ein bisschen gegen Subs spielen, oder? Allgemein müssen wir da ein bisschen brainstormen. Diese Simultan-Geschichten fand ich auch lustig. Also da machen wir vielleicht mal was. Burst Easy sagt, schaust du auch Serien oder bist du auf Filme fixiert? Ich schaue auch Serien. Zuletzt nicht so viel Zeit gehabt. Was gucke ich für Serien im Moment? Severance habe ich angefangen zu gucken. Fand ich ganz spannend, aber nicht so, dass ich jetzt mega hooked bin und das wegbingen muss. Das ist eigentlich so eine Apple Plus Serie. Was wäre, wenn? Mit Adam Scott, was wäre, wenn? Keine Ahnung. Der Arbeitsmensch, der Mensch bei der Arbeit nicht weiß, wer privat ist und andersrum irgendwie so. Das ist die Prämisse. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich bin so Folge 3 oder Folge 4. Ansonsten Serien, was habe ich zuletzt geguckt? Nicht so viel tatsächlich. Habt ihr Empfehlungen? Ich habe gestern zum Einschlafen The Gentleman gesehen, nach all den Jahren hier, den Guy Ritchie-Film. Überraschend gut. Ich dachte so, Guy Ritchie, okay, ist ja immer ein bisschen dasselbe. Skurrile Charaktere legen sich gegenseitig 17 Mal rein in irgendwelchen Drogendeals. Und so war es zwar auch, aber krasser Cast hier mit Hugh Grant und Matthew McConaughey. Charlie Hunnam, wie heißt hier, Colin Farrell. Also, mir hat's gefallen. Sprint C3 hier, der prinzipielle Zug, da ist es immer die Gefahr, dass man jetzt eine Musterpartie verliert und matt gesetzt wird, ist zu schlagen und F6 zu spielen. Jetzt haben wir Stafford mit vertauschten Farben. Statt F6 läuft er E7, ist langweiliger Ausgleich. Aber wir spielen hier mal die harten Sachen. Soll hier mal actually try. Sein Schissel zeigen. Dame E7 droht hier in Schach. Die Dame geht in die Verteidigung. Und Leben geht weiter. Was machen wir jetzt? G5, Dame H5 Schach. Läufer E7 sieht normal aus. Oder Läufer D7.
Wahrscheinlich. Ich vermute, G5 ist auch gut und ein König nach D8 stellen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Könnte auch Springer E7 spielen. Ich spiele das auch. Mal gucken, was passiert. Jetzt Fetsche rüber. Ja. Bereitet sich ja darauf vor, dass ich Langroch hier da das Willkommenskomitee hinzuschicken. Wir bauen nach B4. Deshalb frage ich hier erstmal nach einer Erklärung, bevor ich meinen König immerhin festlege. Eines Tages werde ich G5 spielen und den Bauern schlagen. Oder sofort den Bauern schlagen. The 100 habe ich nicht gesehen. Discounter habe ich gesehen. Ja, haben wir sogar hier im Stream geguckt. Fand ich sehr lustig, hat mir gut gefallen. Dame F3, kann ich jetzt G5 spielen, dann kommt Dame H5 Schach, König D8. Mal gucken, wie es ausgeht. Ah, schon wieder nicht nachgedacht. Ich habe übersehen, ehrlich gestanden, dass nach Dame B7 Läufer C6, das war mein Plan, er Läufer B5 hat. Was ein bisschen lästig ist. Scheint selbst die Stellung noch gut, aber will ich es da drauf ankommen lassen. Ja komm, lassen wir es drauf ankommen, oder? So, Alternative wäre, einfach mit dem Turm wegzugehen. Aber nee. Wenn wir so jetzt keinen Turm schlagen, dann geht mein König weg. Und der sind angegriffen. Stellung bleibt ein bisschen wehr, aber ich hoffe, es funktioniert. Oder er kann hier schlagen, dann muss ich mir noch überlegen, ob ich C6 spiele. Oder freiwillig mit dem König weggehe. Sieht beides vertretbar aus. Ich glaube C6, dann geht die Dame zurück nach B7. Dann Turm nach D8. Kommt Springer F3. Dann Springer schlägt F5. Dame C6, Dame D7. Komplizierte Stellung. Alternative wäre König F7. Das ist ein bisschen klaustrophobisch da. Sorry für das Rumgeschliefe. So, die Frage ist nur, stehe ich jetzt gut? Die alte Frage. Springer schlägt E5, sieht kritisch aus. D schlägt E. Springer schlägt D7, Springer schlägt E3. Schauen wir mal. Sollte doch gut für mich sein, oder? König. Tauschen wir die. Muss nicht sein. Sieht auch logisch aus. Um meinem E-Bauer ein bisschen den Weg freizuräumen. Turm ist angegriffen. Springer D5, König irgendwo hin, stört mich nicht. Jetzt wollte ich eigentlich einfach wegnehmen. Spricht das gegen, oder? Muss er wahrscheinlich Springer schlägt E4 spielen. Muss einmal überlegen, ob hier irgendwas anderes besser ist. E3 sofort oder so. E3, Springer D5, König D6, wahrscheinlich ist das besser. Springer D5, König D6, Turm D1, na, nicht klar. Also schlägt, schlägt hier, schlägt, Turm E1. Felix, Springer G4 sollte mir das Leben leichter machen. Jetzt muss ich nur schnell spielen. Stellung sieht gut aus. Auf Gierig-Basis. Ja.
ist keine leichte Situation für Weiß. So. Nicht zu schön spielen, aber nicht mehr so viel Zeit. Jetzt keinen G-Bauern haben, ne? Might actually try. Danke für die Partie. Das Rematch. Blanco Bonco, danke für den Sub. Er ist ein Junior. Schön, dich auch zu sehen. Der Kali fragt, welcher Spieler überrascht dich bis jetzt am meisten? Vermutlich Nepo, oder? Ja, Ding. Ich hatte mir mehr von Ding erwartet. Mit 3 Weißpartien aus 4 Partien minus 1. Schon bitter. Alireza sicherlich ein bisschen enttäuschen, obwohl er super spannend gespielt hat. Und positiv, ja. Caruana sehr stark vorbereitet. Aber okay, ist keine riesige Überraschung. Und Nepomniachtchi, starker Start. Ist auch keine riesige Überraschung, aber er wirkt schon sehr mächtig bisher. Slow Horses, sagt Dr. Peng Wang. Habe ich nicht gesehen, aber ja, wurde mir auch schon mal empfohlen, packe ich auf die Liste. Womit ist das vergleichbar? Ist das so Night Manager-mäßig oder wie kann ich mir das vorstellen? Spy Thriller Comedy. Das sind viele Genres. Naja, Slow Horses, check ich mal ab. Dr. Peng Wang, bist du Mod hier auf Chess24? Wir gucken ja wenig in Chat, weil die Show so Analyse heavy ist. Aber von mir aus, ban alles weg, was dich nervt. Bin immer für. Slow Horses wie Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Den Film habe ich gesehen, also fand ich gut, aber auch natürlich sehr langsam und man muss irgendwie sehr gut aufpassen. So, wir spielen gegen Anatoli Donchenko. Nicht zu verwechseln mit Alexander Donchenko. Das hier ist ja meine neue Lieblingsvariante gegen Katalanisch. Bauer vor. Das habe ich gegen Luke van Veli im Pokal, die Stellung. Ich glaube, er hat S weggenommen, aber das macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Also auf B4. So, wie will man spielen? E5, ich kann auch hier schlagen. Wettläufer G5 kommen. Wenn ich das verhindern will, kann ich H6 spielen. Aber H6 sieht ein bisschen wehr aus. Läufer F4. E5 sieht schon normal aus. Kann ich gleich E4 spielen? Lacht mich irgendwie an. Das wäre vielleicht ein bisschen über Aggro. Dann schlägt. Läufer F5. Dame geht irgendwo hin. Hier ist mal 2 Wochen weniger. Ich da genug. D3. Ja, wahrscheinlich nicht. Was wäre normal? H6, schlägt, Springer BD2, Läufer F5, Springer E4. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, ne? Na gut. Läufer C1 zurück. Das kommt überraschend. Aber ist nicht verboten. Na, jetzt muss ich natürlich hier die Einladung annehmen und ein bisschen Stress machen. Nicht, dass wir hier Damenprobleme kriegen.
Das wollen wir nun wirklich nicht, Anatoli Donchenko. Er hat nicht so viele Felder, wenn ihr mich fragt. Hier ist eins, da kann man ja nochmal nachfragen. Das werden ja nicht unbedingt mehr. Hier ist eine Tschüss-Dame-Situation. So schnell kann es gehen. Na, Läufer C1 war auch ein bisschen hart. Hier ist wichtig, nicht aufzugeben. Denn eine Dame, Damen sind auch nur Menschen. Spreht auch nichts gegen Springer C2. Ja. Bringen wir es hinter uns. Scheint es noch nicht hinter uns bringen zu wollen. Na gut. Leute trauen mir nicht viel zu. Kann ich es ihnen verübeln? Hey, Eddie Raid, grüße euch, herzlich willkommen. Danke für den Raid, ich hoffe alles gut in der Garde-Welt. Hier versucht mein Gegner mich Garde zu setzen, weil er keine Dame mehr hat, ich aber schon. Und das ist im Schach eigentlich ein Vorteil, auch wenn er es nicht so zu sehen scheint. Also, die Dame noch zu haben. Was bei euch los? Wurde Schach gespielt? Tja, ich kann zu dieser Partie nicht viel sagen. Ich habe halt Dame mehr, was gut ist. Aber sonst tobt der Kampf noch. Vielleicht soll ich mal irgendwas angreifen. Okay, jetzt nicht die Zeit ablaufen lassen. Ich bin ein bisschen genervt, dass ich noch nicht gewonnen habe. Ich sag's euch, wie es ist. Das hätte man etwas souveräner lösen können. Die Stellung ist immer auch nicht direkt schlecht. Aber hauptsächlich triggert es mich, dass er mit einer Dame weniger weiterspielt. Und das wäre natürlich besser, das zu bestrafen, indem ich einfach schnell und brutal gewinne. Stattdessen tilte ich innerlich ein bisschen, dass er noch weiterspielt. Und lasse die Partie hier so vor sich hin plätschern. Ich bin sehr weise.
So. Schöne Partie. Na, welchem Level ist Bad Manners, so ein Game noch weiter zu spielen? Ja, Bad Manners finde ich es nicht. Nicht wirklich. Also ich glaube, da hat auch jeder seine eigene Definition. Aber eine Dame mehr ist schon viel. Es gab Drecksschach bei Eddie. Bam. Wie läuft's? Fallen die 3 zu 100? Blanco Bonco sagt, kannst du ein paar Erfahrungen vom Casten teilen? Ist nicht super anstrengend, diese Art von klassischen Spielen zu casten. Ja, so wie wir es jetzt im Moment machen, also macht Spaß, aber ist auch super anstrengend, weil es halt super schachfokuslastig ist. Varianten analysieren ist fast so wie selber spielen, nur dass man irgendwie die Figuren einstellen kann. Und da hätte sie auch hier mit super starken Spieler und insbesondere Spielerinnen wie Judith Polgar und David Howell das macht, muss ich mich natürlich sehr konzentrieren, um irgendwie das Level zu halten. Also in der Eröffnung kann ich meistens noch ein bisschen was beitragen, referieren, aber danach versuche ich mich hauptsächlich nicht, mich nicht zu blamieren. Heute mit 3 Leuten war ein bisschen mehr Raum, irgendwie auch Blödsinn zu reden, aber dadurch war ich die ganze Zeit nicht so auf die Partien fokussiert wie die Tage davor, als wir nur zu zweit waren. Ich weiß nicht. Kommt gleich auch immer drauf an, mit wem man kommentiert und einerseits, wie hoch das Schachniveau ist und wie hoch das Blödsinnsniveau ist. Diesmal ist das Schach- und das Schachfokusniveau sehr, sehr hoch und Jude ist ja auch sehr auf die Varianten immer fokussiert. Heißt nicht, dass wir nicht auch über andere Sachen reden, weil ja auch über viele andere Schachthemen und die Kandidaten und so weiter gesprochen. Aber es ist für meine Verhältnisse schon sehr, sehr schachlastig, weil es halt, ja, ohne Engine oder weitgehend ohne Engine und zack, Rechenhose an, schlaucht mir auf jeden Fall. Sonst häufig mit Zwidler war es ja in der Vergangenheit so, dass ich eher Zwidler die Varianten zeigen lassen hab und natürlich ab und zu Zug gesagt hab, aber mich dann mehr aufs Blödsinn reden und aufs Drumherum konzentriert hab. Also ist mal so. Manchmal war ich ja auch eher der, in Anführungszeichen, führende Schachexperte, da auch weil ich nicht so gut bin und nicht so fokussiert darauf, so schnell so viele schöne Varianten zu zeigen wie Rustam, mache ich es dann meistens ein bisschen allgemeingültiger und Pläne, dies, das, jenes. Also ich finde alles interessant. Ich glaube, es ist immer verschieden, aber es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Judith sieht so schnell und auch welche Passion sie hat für Schachvarianten. Aber es ist immer alles sehr verschieden. Kenne ich Nepomniachtchi persönlich? Ja, ist immer die Frage, wie definiert man, kenne ich den persönlich? Ich habe schon gegen ihn gespielt, vor langer Zeit schon. Dortmund 2008 habe ich das erste Mal gegen ihn gespielt. Und ich werde bestimmt auch ein, zwei Mal mit ihm schon geredet haben. Ich saß einmal in einer spätnächtlichen Pokerrunde mit ihm, aber ist jetzt nicht so, dass wir viel miteinander zu tun haben. Basti sagt, wie fandst du das Kommentieren mit Jovanka? War ja auch super, aber ist halt immer ein völlig anderer Vibe, ne? Mit Jovanka auch, weil ich mich ja auch gerne ablenken lasse und wir mehr so Popkulturreferenzen haben, war das ein bisschen mehr drin und mehr so allgemeine Schachdiskussionen, aber hat mir auch Spaß gemacht. Also ich maße mir an, dass ich mich da immer ganz gut einfügen kann, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ist halt, ja, war zuletzt immer von Show zu Show sehr verschieden. Aber trotzdem hat alles Spaß. Und gerade hier Kandidatenturnier, wenn es um so viel geht, ist halt auch so spannend, was passiert einfach. Dass ich da tatsächlich auch zum Schachfan werde. Was man natürlich immer sein will, aber das wissen auch insbesondere meine Kritiker, ich nicht immer hundertprozentig bin, dass ich so auf das Geschehen fokussiert bin, aber hier geht's ja wirklich um viel. Da habe ich sowas von am Ball. Oder? 501 Legion, vielen Dank für den Sub. Was macht es hier in der, wie läuft es in der, was ist das Wort, das ich suche? In der Eddie-Fabrik. Ich suche immer noch eine Partie. 5 Minuten ist nicht so viel los. Welchem Stream Blitzspiel spiele ich immer am liebsten 5 Minuten. Aber da müssen wir mal ein bisschen warten. Zu Glück hier euch Chat hier zwischendurch zu reden.
Konntest du schon Judiths Lieblings-Trash-Film herausfinden? Nee, ich traue mich auch manchmal noch nicht so aus Respekt vor der Schachlegende, aber auch vom Publikum, die, glaube ich, beim Kandidatenturnier jetzt auch nicht so viel über Trash-Filme reden wollen, irgendwie zu sehr auf meine Quatschthemen auszuweichen. Aber das können wir uns vornehmen noch herausfinden. Five One Legion darf die letzte Schachrunde leider nicht auf YouTube stellen, bin sehr enttäuscht. Ja, da können wir doch vielleicht helfen, 501 Legion, wir analysieren die einfach hier im Stream und packen sie bei mir auf YouTube. Das wäre doch vielleicht eine Lösung, die allen Beteiligten hilft. Siddler for President. Gegen Siddler for President habe ich mal eine Partie gewonnen, wo ich irgendwie eine Minute hatte, gegen seine 3 Sekunden am Ende noch auf Zeit verloren. 501 Legion sagt, Eddie wäre bestimmt begeistert. Ja, dann tun wir ihm doch den Gefallen, oder? Nein. Ja, ich freue mich, dass Eddie immer noch Schach spielt. Ich sollte da bisschen supportiver. Ist supportiver der Fachbegriff sein? Bisschen supportiver sein. Vielleicht muss er mit Eddie auch mal wieder Schachtraining machen. Nützt ja alles nichts. Chat auf Twitch redet gerne über irgendwelche Sachen, die nichts mit dem Spielen zu tun haben. Ich weiß, aber es gibt ja auch den Chat auf Chess24, der gerne auf jeden Fall sich beschwert, wenn über irgendwelche Sachen geredet werden, die nichts mit dem Spielen zu tun haben. YouTube-Chat weiß ich nicht, was da so abgeht. Also, wie man es macht. Was das hier ist, irgendeine Theorie war, oder? Irgendwas, irgendeine Idee hatte ich hier, die ich aber gerade wieder vergessen habe. So ist auf jeden Fall normal. Was macht man jetzt? Lauf F4, kommt dann G5, dann kann ich das schlagen, ne? Das Spiel ist alles a tempo, weiß alles. Alles einstudiert. Feine Herr. Ja, Turm B1 wahrscheinlich gut, ne? Ich glaube A4, A5 oder so muss man das spielen. Naja, it is, wie it is. Muss irgendwie B6 erschweren. Also vielleicht so, nach Turm B8 da hinten wegzunehmen. Aber jetzt Dame Schlicht C4 sollte okay sein für Schwarz. Gea Torres. Danke für den Sub. Jetzt kann ich hier wenigstens ein bisschen Raum gewinnen. Ich wusste nicht genau, was ich auf Dame C4 mache. Sieht natürlich ein bisschen riskant aus, aber einen Plan habe ich wirklich nicht. Nathan Junior, vielen Dank für den Sub. Und Katzenspeck, danke auch dir für den Sub. A4. Was will er? Er will Turm A5, ne? Oh, der Hype Train rollt durchs Dorf. Level 2 Hype Train. 4,5 Minuten. Subt rein. Vielen Dank für die Unterstützung. Was mache ich? Turm B5? Turm B5 sieht logisch aus, ne? Turm B6 sieht noch logischer aus, aber dann Turm A5, weiß ich nicht genau wohin. Ich habe keinen Plan von Fußball. Spielt Mario Götze noch Fußball? Wäre meine Frage gewesen zu dem Thema. Was vielleicht schon meine geballte Kompetenz euch zeigt. Turm B1 oder C4? Beides interessant aus. Turm B1 schlägt Turm D8. Darf mich das ein bisschen? Gerbero X, danke für das Subgeschenk.
So, ich versuche ihn hier zu provozieren, hier zu tauschen, um mir dann den Ball nach hinten zu schnappen. Er lässt sich nicht provozieren. Erstmal H4 Luftloch. Dann sehen wir weiter. Das Lustige ist, Leute auf H4 immer automatisch H5 spielen. Egal, ob es gut ist oder schlecht. Vielleicht ist hier gut, aber es ist auf jeden Fall ein overused Move, würde ich sagen. Okay, was machen wir hier? Damit G5 sieht nervig aus. Vielleicht erstmal so auf nervig Basis, oder? Ethereum, danke auch dir für den Sub. Onkel Mom haut noch einen raus und der Hype Train läuft weiter. Vielen, vielen Dank, Onkel Mom. Stufe 2 abgeschlossen. Here we go. Code Complex am Start. Dankeschön. Blanco Bonk sagt, kannst qualitativ umreißen, was der Unterschied zwischen IM und GM ist. Schachspieler sind verschieden, ne? GM braucht über 2,5, IM braucht über 2,4. Das ist die Kurzversion. Aber sonst, es gibt IMs, die stark in der Eröffnung sind, GMs, die stark in der Eröffnung sind. Ist halt ein Level höher, aber es lässt sich nicht kategorisieren. Zumal es bei GMs ja auch so viel verschiedene Niveaus nochmal gibt, weil das ja das höchste ist. Hier die Jacke ist anders. Kann ich wegnehmen und C6. Dame schlägt, H schlägt G. BC, Turm D8, Turm B8, Turm D8, Läufer schlägt. Gewinne ich da? Gewinne ich G7. Dann kann ich H2. Ich probiere mal, aber ich bin, hab leider nicht genug Zeit, mir das alles hier in Ruhe zu überlegen. So war der Plan. The Corn 1896, danke für den Sub, hält den Hype Train hier auf Spur. Oh no, tschüss Dame-Situation. War aber auch gemein. Rematch gegen City. Ich kann nichts anderes, ich muss ein bisschen flexibler werden. Egal, ich sage, wie viele Punkte würde ein 2-5er GM ungefähr im Kandidatenturnier holen. Schwer zu sagen. Elo-Erwartung wäre, keine Ahnung. Was, das fällt im Schnitt 2,77 so. 300 Punkte weniger. 15-17%. Ich kann nicht rechnen, aber ja. Nicht super viele. Und in der Praxis wahrscheinlich noch weniger, weil das Level so hoch ist und die Leute natürlich sich auch nochmal anpassen würden. Und den als Target nehmen. Aber auch ein 2-5er mit Schwarz zu schlagen ist harte, harte Arbeit. Wie nicht nur ich weiß, sondern auch für Topspieler ist das nicht leicht. Also er würde wahrscheinlich alles verlieren. Aber wenn der Niveauunterschied so groß ist, dann gibt es natürlich auch, abgesehen von Elo-Erwartung, immer diese Frustfaktoren und so weiter und so fort. E2, was spielt man hier? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Läufer A6, Läufer B4 Schach, A6. So viel Möglichkeiten. Ich mach mal so. TQ fragt, wann bist du GM geworden? 2003, 2002, 2004, irgendwann da. Also ich war schon relativ alt für Großmeisterverhältnisse. Ich hatte auch relativ lange das Level. Ich glaube, ich hatte schon ein, zwei Jahre, so 2,75. Aber den Titel nicht. Aber ja, so um den Dreh. Also schon länger. So hier wegnehmen und hier wegnehmen. Sieht sehr riskant aus, leider. Kann ich gleich nicht bringen. Merko the P. Danke für den Sub. 46 Sekunden noch. Hat da draußen noch jemanden Sub? Kriegen wir den Hype Train hier weiter am Laufen. Vielen, vielen Dank für euren Support.
Ja gut, der P ist reingefallen. Soll ich jetzt wegnehmen? Ich will die ganze wegnehmen. Onkel Mom, danke dir. Onkel Mom gönnt. Ich will ganz den Bauern schlagen. Ist bestimmt nicht gut, aber ich mag Bauern. Ein Dilemma. Aber es ist leider nicht gut. Aber ich mag Bauern. Aber es war nicht gut. Es kostet sogar einen Bauern. Die Gier. Drecksgier. Eieiei. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. So, wir haben Level 4 des Hype Trains erreicht. Wenn ihr da draußen Amazon Prime habt, dann, das wissen euch die wenigsten, das muss man damit erwähnen, verknüpft es mit eurem Twitch und damit könnt ihr einen Streamer oder eine Streamerin mehr kostenfrei, ein Wort, das man jeden Tag im Alltag hört, unterstützen, am besten mich. Also Prime mit Twitch verknüpfen, reinsubben, go. Was sollte ich hier go? Hier? Ach, ich stehe nicht gut. Lemming 11, Dankeschön. Lemming 11, macht es vor. A2, naja, früher oder später muss ich den Bauern herausrücken. Das ist leider alles nichts. Paladin ST sagt, geht doch weniger kostenfrei. Ja, du kannst aber so subben, ohne Prime. Zack, ist weniger kostenfrei. Donations haben wir auch hier. Wir nehmen alles, also je weniger kostenfreier du willst, desto besser. TV Stories, danke für den Sub. Und Rolling Go Stone, danke auch dir für den Sub. So, hier brauchen wir weniger. Dafür aber das Springerfeld hier. Also Stellung ist nicht so schlimm, aber natürlich trotzdem nicht. Die Stellung meiner Träume, Springer schlicht A4, war einfach nicht besonders schlau, ist gleich der Fachbegriff. Leben geht weiter. König in der Mitte. Chazauser, für überhaupt im Prime sei gratis, umsonst kostenfrei, kannst du abgemahnt werden. Mehr kostenfrei, ist das nicht das Wording? Aber wir wollen nicht abgemahnt werden. Vielen Dank, Chazau. Vielen, vielen Dank, Chat. Wenn ihr Prime habt, subbt rein und fragt Chazau, was euch das extra kostet, wenn wir auf der sicheren Seite sind. Terra North hier, subbt. Mehr Kosten, lasst sich rein. Dankeschön. So. Wie kann ich diese Stellung hier halten? Turm rüber. Da hängt der Bauer. Vor, komm, Läufer D2. Alles nicht so toll. Springer C6 ist, muss vielleicht sein, aber ist sehr unästhetisch, weil ich den Springer natürlich lieber hier hätte. Skillone, danke für den Sub. Okay.
Schachhauser, mehr kostenfrei ist okay. Ja, ist ein komisches Wort, ne? Mehr kostenfrei, Alter. So, Stellung hier ist immer noch nicht mehr kostenfrei. Hier. Zurückkommen, aber Remis will. Ist ja immer. Will er natürlich, ey. Das wieder mich an. Oh, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Okay, machen wir irgendwas. Ice 63, danke für die Bits. Sixpack 66, danke für den Sub. Ein bisschen Gas geben. Gib Gas, lieber Michael. Turmschnee E3 war jetzt auch nicht zwingend schlecht. War das Schach? Da haben wir Matt, das wäre dumm. Gerade noch so. So, sollen wir weiter gegen hier Swiddy spielen? Hype Train fährt uns davon. 2 Minuten noch. Wenn der Hype Train stoppt, dann gehe ich sowas vom Pennen. Macht man das so als Pro-Streamer? Wenn da draußen noch jemand mehr kostenfreie Subs hat oder mehr Kosten heavy, dann her damit. Ich bin nicht gut da drin, aber es freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und vielen Dank für den Support. Und vielen Dank für den Raid von Eddie. Sprech BD7. War das hier nicht irgendwas? Hier, Higher Ground, haut eine Runde raus. Und Jodoform auch. Vielen Dank für die Geschenke. Magic, cool. Vielen Dank für die 100 Bits. Ah, 1 Minute 15 noch. Der Zug läuft. Ich bin Pro-Streamer-Chat. Dame A4 hier, Sprenger gefesselt. Ich glaube, die Variante ist nicht gut. Ich habe das ein, zwei Mal gespielt. Aber es ist, glaube ich, eher Quatsch. Streamer haben noch ein Donation-Ziel im Blick. Ja, ich muss besser werden in dem ganzen Kram. Ab August wäre ich ja Influencer, das ist der Plan. Es fällt mir also nicht leicht, aber mir macht tatsächlich von all dem Schachquatsch, den ich mache, das hier am meisten Spaß. Und das ist ja auch wichtig. Nicht so, dass ich kein Geld verdienen will, aber Spaß dabei zu haben, halte ich auch für wichtig. Onkel Mom, danke für den Sub. Higher Ground, danke auch dir. Higher Ground zerrt hier den Hype-Train über die Ziellinie. Magic Cool hilft auch mit. Dankeschön. So, D-Schicht E6, Spieler B6. Hier. Vielleicht funktioniert das. Ich habe keine Ahnung. Muss ich weggehen? Vielleicht muss ich weggehen. Bisschen schade. Dr. Pengwang sagt, Chessable Influencer. Nee. Hier. All Media Influencer ist der Plan. Schlägt.
Wie ist die Stellung? So mittel wieder, ne? Sviller for President ist ganz gut in der Öffnung, muss man auch mal lobend erwähnen. Also häufig kriege ich hier nichts Besonderes. Tietz hat im Podcast-Ufo angekündigt, dass von ihm dieses Jahr schachlich noch so einiges zu erwarten ist. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ja hier immer noch einige Geheimprojekte. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber es freut mich auf jeden Fall, wenn Stefan noch schachmäßig unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob wir ihm dafür hier die geleakten Kurzarmhemden verzeihen können. Aber ich hoffe sehr, dass da noch was gehen wird. Joe the Pro, vielen Dank für das Lob. Ich kann mal schwer einschätzen, wie die Show gelaufen ist. Aber Dankeschön. Schnee 4. Kann ich ihn da wegscheuchen, oder? Geht mal weg. Dann H4, G3. Bringt nicht so viel. Versteht man mich eigentlich? Ich bin so in Zurücklehnen-Modus wieder. Dann hört man mich häufig nicht so gut, ne? Und das ist ja sehr wichtig, dass ihr jedes meiner weisen Worte hören könnt hier. Ich habe irgendwie so einen komischen Arm. Ich weiß nicht, ob ich den hier irgendwo an den Tisch... Vielleicht muss ich mal ein Mikro umbauen und hier so einen Greifarm rüber. Der würde allerdings immer durch mein Blickfeld gehen. Vielleicht hier von hinten? Aber es scheint irgendwas okay zu sein, ja? Wir werden noch dran arbeiten können. Hasskrake hat 8 Greifarme. Hasskrake ist ein Tintenfisch. Wissen die wenigsten. Obwohl er es uns ja unter die Nase bindet, auf die Nase bindet. Ich bin sehr stark in Redensarten mit seinem Namen. Hätte er nicht G3 schlagen können. G3 ist hier mit dem Springer. Achso, meinst du da mal 4 G3, Springer G3? Nee, ich zweimal gedeckt. Mit Läufer auch noch. So, aggressive Spieler würden hier G4 spielen. Ja, komm, wir sind aggressiv, Chat. Um Springer H5 zu verhindern. Also Rochade wäre normal, aber dann Springer H5 nerven müssen. Wollen wir den König rochieren oder hierhin vielleicht? Hierhin provoziert natürlich ein bisschen Laufschlicht G4. Was noch nicht funktionieren sollte, aber trotzdem etwas provokant. Erstmal hier Springer C5 verhindern. Mir fällt nichts ein. Also fessel ich rein. Josh the Coach, Dame H4, G3, Springer schlägt G3, Läufer schlägt G3. Weiß gewinnt. Ich habe das Feld zweimal gedeckt. Vertrau mir. Dame schlägt G3, Bauer schlägt G3. Ist nicht ungedeckt. Nein. Achso, vielleicht hast du recht. Ah, nee, dann. Nee, das ist nicht recht. Ah. Vielleicht hast du recht. Okay, ich nehme alles zurück. Du hast recht. Ich habe Unrecht, habe ich nicht gesehen. Jetzt verstehe ich. A7, sieht ein bisschen dreist aus. Geht auch wieder da an B4. Ich muss ja irgendwie ein bisschen Action machen hier. Alles klar, Josh the Coach, ich entschuldige mich, du hast vollkommen recht. Glaube ich, weiß nicht mehr, glaube ich schon. Springer C5. Den wir weg, oder? Ich muss wieder kurzfristig die Fokushose hier rausholen. Ja, meine Stellung ein bisschen wackelig ist. Bau nach D4 oder so. Muss ein bisschen aufpassen.
Getting Geo sagt, hallo Jan, darfst du uns sagen, wie viel man als Bundestrainer verdient? Finde ich immer super. Erste Chatnachricht, Alter. Kontoauszug, wie sieht's aus? Ist ein 2,5-Wochen-Job. Also ich fahre mit der Mannschaft zur Olympiade. Wir hatten vorher eine 3-Tage-Trainingssession, aber wie gesagt, es ist keine Vollzeit- oder Halbzeitstelle. Ich werde einfach für die 2,5 Wochen bezahlt. Genaue Zahl werde ich dir nicht sagen, aber es ist nix, kein Vollzeitding. Ich liebe Schacholympiaden und ich habe da sehr Bock drauf. Aber es wird meine Familie nicht durch das Jahr füttern. Ja, ich werde hier jetzt rumgestresst, ey. So. Bluffst du eigentlich oder hast du das alles durchgeplant hier? Du bluffst doch bestimmt, oder? Swidler for President. Ich geh's mal weg. Ich glaube, er will mich bluffen. Willst du mich bluffen? Swiddy. So, letzte Partie gegen P-Sui. Schachbrett ist ein bisschen abgeschnitten. Sag das doch. Wir wollen doch hier die ganze A-Linie sehen. Oh no. Ich mach mal irgendwas. Hier so spitze. Ist ein Theoriestudiosus, ne? Das muss man immer wieder sagen hier bei Swidler for Presidents Studium. Es ist ein reiner Studiosus. Guckt euch das an hier. Also ich muss ihn eigentlich möglichst schnell aus der Theorie rauslocken, damit er sich die Studiosushose ausziehen muss. Turm C1, ist das, wie Anish gespielt hat? Ich kann mir noch nichts merken. War das die Giri-Variante? Und wenn ja, wie ging es weiter? Ich weiß es nicht mehr. Aber denkt so. Ich glaube, das war die Anish-Partie, ne? Ja, ich muss hier Studiosus aus dem Buch kriegen. Springer A3 mit Sicherheit schlecht, aber kriege ich den auch mit Sicherheit aus dem Buch. Ich glaube, die Theorie war, das Läufer B4, BC, Turm A3 oder so. Aber dann macht er so viele Züge. Hier seht ihr. Mal noch einstudiert. Hier, komm, show me the money. Sieht in der Tat nicht ungefährlich aus, muss ich schon zugeben. Ich glaube, ich habe all sowas mal gesehen. Das war diese Giri gegen Nepomniachtchi-Partie vom letzten Kaidan-Turnier. H-Linie hat jetzt Probleme. Ey, A und H-Linie ist aber auch, finde ich, echt schwer, beides voll im Bild zu haben. Und jetzt ist hier irgendwas. Wie man es macht. Ach,
Nee, ich will nicht die letzte Partie verlieren, weil ich mich hier aufs Studiosis-Duell einlasse. Ich habe einfach Spanier A3 gespielt. Nee, Onkel Mami, ich hab nicht so Bock auf Pokern. Zu viel Multitablen zu späten nächtlichen Stunden hat mich vom Pokern. Ja, nicht kuriert, aber irgendwann. Irgendwann war's genug. Apropos, irgendwann war's genug. Habe ich hier nicht genug gelitten jetzt so langsam? C3, kommt damit C2. Turm A2, ich kann auch gleich Turm A2 spielen, aber erstmal C3 sieht logisch aus, oder? Ah, Moment, ich muss auf Dame G6 Schach aufpassen. Ui. Also hier, Turm A2, Dame G6 Schach könnte eine böse Überraschung sein. Ja, zum Glück habe ich es noch erspäht. Spät erspäht. Ja, das ist alles sehr tricky. Der Anista. Dann B1, der gleiche Schnack. Muss ich hier erstmal mich wehren. Oh no. Turm A2, Dame G6 ist tatsächlich recht lästig. Aber ich meine, diese Dame G6 CT schmeckt mir nicht besonders. Ja. Was kann ich hier tun? Ich sehe nichts besonders Tolles, leider. Ich wegnehmen. Dame H7, König F8. Das fühlt sich auch falsch an. H8, König E7. Dann muss ich es machen. Es fühlt sich sehr falsch an und vor allem forciert ist die Lage, was ihm weniger Chancen gibt, Quatsch zu machen. Das gefällt mir da nicht. Aber mir fällt sonst nichts ein, leider. Heieiei. Sehr gefährliche Stellung. Wahrscheinlich verloren, würde ich schätzen. Dame H8, König E7, Dame C8 oder so, aber. Augen zu und durch. Irgendwie Gegenspieler. Meine Figuren machen halt nichts, ist das Problem. Figuren, Alter, gebt mir euch mal ein bisschen Mühe. Droht was? Turm 7, König D6. Etwas droht bestimmt, wenn wir ehrlich sind. Ja, für Verwirrung sorgen. Stellung sagt mir nicht zu. König auf D6 ist häufig keine feine Sache. Mit ihnen decke ich mich zu. Und ich bitte dich, wenn sie mal nach mir fragt, sag ihr nur, dass ich sie mag. War ja auch nicht aus Begeisterung, sondern aus Verzweiflung.
Ja, jetzt nicht schon wieder Züge wiederholen, Francesco. Na, will wahrscheinlich gar nicht Züge wiederholen. Wahrscheinlich will er Matt setzen. Okay, würde ich auch nicht korrekt finden, aber verständlicher. Mit Schmackes, danke für den Sub. Schlese, danke auch dir für den Sub. So, kann ich hier irgendwas Aggressives machen? Nein, ne? Ich muss leiden. Ich wünsche mir Liebe ohne Leiden. Gegenangriff. König, du bist dran. Und dass dir deine Träume bleiben. Auf den letzten Metern. Die Stellung war zwischendurch, wie ist der Fachbegriff? Na, ein bisschen gefährdet, würde ich sagen. Vielen Dank, Swiddler for President, für die Partien. Heute ist der längste Tag, kann ich noch länger umbleiben. Okay, aber ich muss morgen wieder früh raus. Na gut, wir versuchen hier noch zwei Partien zu spielen. Warum auch nicht? Wie anscheinend sind die Commentaries der Candidates auf einer Skala von 1 bis 10 für dich? Ja, ist schon eine solide 9, ey, aber macht auch Spaß. Wobei 9 ist übertrieben. Ich habe danach immer noch Energie hier auf allerhöchstem Niveau stundenlang fantastisch zu streamen. Also eher... Ne, ist schon anstrengend. Aber wie gesagt, macht auch Spaß. Suki ist nicht enttäuscht, dass der Streamer-Versenken-Pokal kaputt ist. Tut mir leid, Suki. Meine Tochter hat auch deinen Pokal damit ja mit zerstört. Aber was wir machen können, ist, ich behalte diese Hälfte und du kannst aber hier das Teil zum Beispiel haben, den Anker. Das klingt doch nach einem fairen Deal. Hinzu, Nörsa, bist du ein Qualle auf Verstand, so lass Stockfisch fett auf Gewinn? Ah, wunder mich. Stang sah sehr gefährlich aus. Aber es kann sein. Onkel Mom hat noch nicht den Traum WSOP aufgegeben. War doch gerade, oder? Hier, Suki, vielleicht kriegen wir auch noch wieder zusammengeklebt. Wie schätzt ihr das Kandidatenturnier ein? Ich find's spannend. Hier sieht er aus wie neu. Dr. Pengweng muss 9 Uhr im Office sein und Kandidatenturnier gucken. Das klingt brutal. So, hier niemand mehr am Start. Wenn keiner mehr will, dann will keiner mehr. So kann man sich das merken. Ich gucke hier nach weiteren Teilen des Streamer-Versenken-Pokals. Was besonders tragisch das für mich macht, ist, dass ich ja weiß, dass EDOP den Hand geblasen hat zu Hause. Oder wie nennt man das? Getöpfert? Und wie lange er da dran gesessen haben muss. Und dass er dann hier, zack, dass ich ihn nicht in Ehren halte. Geklöppelt. Mund getöpfert und Hand geblasen. So. Geklöppelt. Und dass ich ihn dann nicht in Ehren halten konnte. Es bricht mir schon ein bisschen das Herz. Es tut mir sehr leid, liebe Grüße an EDOP und gute Besserung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es zu viel verlangt, wenn ich sage, dass es ja auch irgendwie seine Schuld ist, dass der Pokal kaputt ist, aber ob er uns einen neuen bauen kann, oder? Oder kann man das machen? Hier, ich spiele in jeder Stellung B4, ist meine neue Politik. Spreit C3 ist normal. So gut. So kommt man sich immer so schlau vor, wenn man das spielt, finde ich. Und sich schlau vorkommen ist ja auch wichtig.
Wahrscheinlich ist es nicht so schlau nach D5, aber ich kam mir schlau vor dabei. Springer schlägt. Oder Dame schlägt. Springer schlägt, Springer C6. Ja, wahrscheinlich nicht so doll, ne? Obwohl. Chat. Dame schlägt. Vorteil, verliert keine Bauern. Springer schlägt, Vorteil, entwickelt den Springer. Das müssen wir jetzt gegeneinander abwägen. Aber im Zweifelsfall nehmen wir natürlich die Bauern. Chat, wenn ihr hier einen günstigen Schachtrainer sucht, ich habe gehört, Affordable Chess Coach ist affordable. Was mal eigentlich Eddies Suche nach einem Schachtrainer? Gibt es da Neuigkeiten? So, was spiele ich hier? Nehme ich hier weg. Kommt DE. DE. Können wir machen. Bau nach C5. Keine Neuigkeiten bei Eddies Schachtrainersuche. Wie können wir helfen? Apox sagt, gibt's da mit einem Promocode Rabatt bei mir? Bei Affordable Chess Coach? Nicht, dass ich wüsste, aber ich finde, Affordable Chess Coach wäre nur fair nach all der Promo, die wir hier machen. Affordable Chess Coach anrufen. Was meint ihr, was nimmt Affordable Chess Coach? Ich würde denken, Affordable Chess Coach, $25 die Stunde. Ich weiß nicht, wir werden das recherchieren. Da, so, Bau nach C6, ich will eigentlich die Damen tauschen. Oder E4 sieht normal aus. Dann spielen so Typen wie Chess Coach immer Bau nach F4. Aber das wäre mir natürlich knallhart. 15 die Stunde, Lauli Chess, das ist doch wirklich affordable. Hier. 15 die Stunde. Affordable Chess Coach. Kann man nicht meckern. Spiel leider Bauer nach F5 im ersten Zug. Springer, stellt den Springer an den Rand, aber okay, das können wir noch vertreten. Ich will die ganze Zeit so spielen, aber dann würde meine Dame schlagen. Das will ich dann ja auch wieder irgendwie nicht. Fuchs ja sagt, wie kommt man bei 15 Euro die Stunde auf eine schwarze Null? Die Frage stelle ich mir beim Stream auch immer. Aber macht doch Spaß. Ich weiß es nicht. Affordable Chess Coach, vielleicht ist er hier sehr gut im Geschäft. Ich kenne ihn nicht. Ich bleibe natürlich nur an dem Namen hängen. So, wie ist die Stellung? Ich soll ein bisschen besser stehen, aber noch nicht. Noch nichts Besonderes. Fällt auch nichts ein, außer hier wegzunehmen, oder? Jetzt irgendwie Fetsche rein. Ja, das ist nichts Besonderes. Aber wir drohen den Springer tief im Feindeslager zu versenken.
Tops der TNT habe ich auch schon mal gemacht. Habe ich auch schon mal gemacht. So, wohin mit dem Turm? Vielleicht einfach Bauern schlagen auf doof. Muss man auch nicht overthinken. Was sei dein Lieblingsmatch aller Zeiten? Ja, Deutschland, Argentinien 1990. Ja, Andy Brehme gegen den Elfmeterkiller Goikoetxea. Also, das kann doch nichts toppen. So, Bauern gleich wegnehmen. Vielleicht erstmal hier Fetch rein, oder? Vorher hat er wieder hingeschossen. Das ist eine harte Frage. Unten links? Auf jeden Fall unten. Unten links oder unten rechts? Ich glaube unten links. So, Affordable Chess Coach. So sieht am nächsten Fachbegriff ökonomischsten aus, oder? Turm F1 wäre dumm wegen Springer E3. Also machen wir so. Affordable werde ich noch ein bisschen rumhüpfen. Aber das kann er machen. Da muss man auch mal ein Auge gerade sein lassen. Ja, Lothar hat doch die falschen Schuhe an. Das hat nichts mit Nerven zu tun. Lothar hat die falschen Schuhe an. Deshalb muss der Andi das machen. Also da dreht ihr meinem Lothar keinen Strick draus. Tja. Ich bin ein bisschen ratlos. Hier? Hier? Ich versuche Affordable Chess Coach. Hier ein bisschen die Freude an der Stellung zu nehmen. Aber erfolglos. Er macht das hier for the love of the game. Not gonna hate. Die Zeit ist um. Hier ein Rematch. Hui. Affordable Chess Coach, aber du kannst doch nicht so Quatschvarianten nur spielen, wenn du uns hier was beibringen willst. Was machen wir hier? Läufer D2, was nicht alles gibt. Läufer C5. Ist Läufer B4 vielleicht trotzdem eine Idee? Na, schon einfach so, ne? Affordable Chess Coach. Wenn du das Eddie alles beibringst, der spielt auch sein Leben lang nichts Vernünftiges. Tingeltangel-Tobi sagt, hey Jan, ich möchte mich im Schach verbessern. Kennst du einen bezahlbaren Schachlehrer? Ich glaube, der Schlüssel ist Gruppentraining. Ich glaube, man muss da sich zusammentun, einfach andere Leute suchen, die sich auch im Schach verbessern wollen. Wie Edelife. Und dann zack, einfach zusammen. Ich sag sowieso immer, im Verein ist Sport am schönsten. Das ist mein Motto. So, F4D. Merlin Flocke, danke für Le Sup.
Das Einzige, was ich kenne, wo Sübs schlecht sind, ist bei The Boys. Ich weiß nicht, wohin mit der Dame. Affordable Chess Coach überfordert mich. Hier ist ein bisschen lame natürlich. Ja, mir fällt kein Feld ein. Vielleicht wäre das auch ein guter Name für mich. Overpriced Chess Coach. Ja, vielleicht weniger schlau strategisch. Mir fällt nichts ein. Schön gespielt, 40. Mehr kostenfreier Streamer, so kann ich mich nennen. Mehr kostenfrei. Amazon Prime ist mehr kostenfrei. Janistan TV Prime. Da geht einiges. Jay Sill said, I learned one German word, so if you need to say thanks to someone, I can do that for you. No! You were misled. Ich traue mich nicht mal zu fluchen. So clean bin ich. Der Joke liegt nun wirklich auf der Straße. Wort XY heißt gar nicht thanks. Aber ich traue mich nicht, weil ich bin cleaner als Jeff Foxworthy. Eddie hätte den Joke nicht liegen lassen. Mehr kostenfrei heißt Dankeschön. Ja, ich weiß. Danke for traveling with Deutsche Bahn. Martin Plus sagt, wenn Nepo gewinnt, tritt Magnus dann nochmal an. Keine Ahnung, aber nach meinem Dafürhalten einer der unwahrscheinlicheren Wiederantrittgegner. Mein am wahrscheinlichsten Ranking ist 1 Alireza, 2 Hikaru, 3 Duda. 4 Ding. Vielleicht 3 Ding, 4 Duda. So, Jesse. Gegen wen Magnus am wahrscheinlichsten antreten würde, nicht am wahrscheinlichsten, wer das Turnier gewinnt. Wisst ihr, wie ich mein? Jungs, ich hab euch lieb und euer Shirt in jeder Farbe. Was soll ihr machen, ey? Ich schau so langweilig. Mir fällt nichts ein. Ein bisschen auf die Störung starren und irgendeinen Zug machen. Ich habe keine Sekunde nachgedacht über Affen. Chesa, was mit Caruana? Das Match war auch ziemlich eng. Ja, ich denke, wie gesagt, ich kann nicht für Magnus sprechen, aber ich denke, einerseits hat er gegen ihn schon ein Match gespielt und das ist ja gerade, was er nicht will, dieses been there, done that feeling. Andererseits glaube ich nicht, dass seine Rankings danach gehen. Gegen den würde es aber knapp und spannend werden. Es geht ihm ja eher darum, dass er den Prozess nicht mag, die ganze Zeit drüber nachdenken zu müssen, was mache ich gegen diesen super soliden Typen mit diesem super soliden Repertoire und dass das die Hälfte seines Lebens bestimmt, so jedenfalls mental. Also ich glaube, darum geht es ihm eher als
ich suche die sportliche Herausforderung. Ich glaube schon, dass Magnus insbesondere Fabi, aber auch viele der anderen Spieler da für absolut sportlich sinnvolle Gegner hält. Aber er hat ja den Titel schon verteidigt gegen Fabi. So, ich habe hier gerechnet, Chat. Hier habe ich gerechnet. Ah, macht er leider nicht mit. Muss ich jetzt neu rechnen? Okay. Ja, rechne du. Obwohl, vielleicht macht er das, ne? Foldable Chess Coach. So war es dann auch nicht gemeint. Ja, ich hatte ja irgendwas anderes Dämonisches geplant, wenn er gleich hier schlägt. Aber macht er nicht. Sehr gemein. Jetzt überlegt er, ob er hier schlagen sollte, aber sollte er nicht, wegen König F8 und G6. Deshalb Schlag zurück, gar nichts los. Nummer 2 macht Sinn, um die Türme zu verdoppeln. Killt mich allerdings noch nicht, oder? Ebenso. Den nimmst du. Links wie rechts spielt er. Nehme ich auch etwas. Ist das Schachschlau? König D1? Wie geht das weiter? Ich weiß es nicht. Ist mir zu kompliziert. Also geht hier das Schach vielleicht. Wahrscheinlich tue so, als würde ich so nebenbei irgendwelche Züge machen. Aber ich rechne schon hier heimlich die ganze Zeit mit. Er will G4, G5, Turm H8, Turm H7 sagen. Sehr langfristiger Plan. Ich befürchte, dass er die Zeit dafür nicht haben wird. Vielen Dank, Affordable Chess Coach, für die Partien. Wenn ihr hier einen erschwinglichen Schachtrainer sucht, fragt mich nicht. So, meine Damen und Herren. Ich glaube, das war's für heute. Was meint ihr? Morgen haben wir ja wieder einen harten Kandidatenturniertag. Basti, du als Spieleminister, ich weiß, wir haben noch 17 Spiele im Backlog, um die wir uns nicht kümmern, aber gibt es noch irgendwelche neuen Spiele, nach denen ich süchtig werden könnte oder die wir, wenn wir irgendwann wieder Zeit haben, angehen können? Ich mache morgen einen Kommentar. 15 Uhr. Auf Chess24, YouTube, Twitch, dies, das, jenes. Ich glaube, auf Twitch haben wir immer noch nicht die Kamerabilder, ist aber wahrscheinlich schlauer, als auf YouTube oder auf der Seite auf Chess24 direkt zu gucken. Aber ja, ich kommentiere morgen. Habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Die neue Podcast-Folge kommt morgen früh raus. Ich habe Peter Heine einmal sehr angeschrien zwischendurch. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, aber er war nicht beleidigt. Also alles gut. Aber ja, es gab wieder erhitzte Diskussionen über Transparency, Russian Influence. Naja. Ja. Yeah.